Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Total War Attila, unserer wundervollen Hylanen-Kampagne mit den Hylanen. Und im letzten Part sind wir ja stehen geblieben im wunderschönen Krieg mit den tollen Sachsen, die sich hier befinden und direkt in unser eigentlich zukünftiges Städtchen in Turonum belagern. Ich habe diese blöde Befürchtung, dass sie jetzt einfach aus Prinzip, weil wir ihnen gerade den Krieg erklärt haben, diese Stadt niederbrennen werden, was ziemlich scheiße wäre. Hauptsache wir erreichen Rotomagus noch, dann hätten wir zumindest das Salz dieser Region unter Kontrolle. Dennoch wäre es etwas, ja, unpraktisch, wenn die Sachsen jetzt beschließen würden, das Ganze hier niederzubrennen. Deswegen hoffe ich mal, dass sie sich dafür nicht entscheiden werden. Ansonsten, in Other News, ist nichts Besonderes gerade los. Und wir können jetzt, ach ja, doch, ich möchte mal versuchen mit Abchasien jetzt, nachdem wir sie gerade so schön vernichtend geschlagen haben, einen kleinen Frieden zu schließen und sie hätten sogar Interesse daran. Na, es ist ja interessant, ey. Antwort darauf wären Schmerzen. Okay, so einen kostenlosen Frieden sind sie nicht interessiert, dann nehmen wir einfach das so hin. Theoretisch wären sie jetzt sogar mögliche Handelspartner. Leider wollen sie nicht, was ich ein bisschen scheiße finde, aber wie willst du es ihnen denn auch verübeln? Sie hassen uns halt. Die Westgoten sollten sich vielleicht mal dran machen, Sigusio einzunehmen, das mittlerweile die Hauptstadt des Weströmischen Reiches ist. Denn dann könnten wir auch mal mit den Westgoten handeln und daran hätte ich echtes Interesse. Ansonsten können wir diese Runde, glaube ich, jetzt beenden. Ja, können wir. Können wir, machen wir. Perfekt. Ja, momentan sind ja die, oh, scheiße, die Weströmer können Hafen angreifen. Das wäre nicht so gut. Ich hoffe mal, dass sie es nicht tun werden. Es ist möglich, aber... Wenn sich die Wolken zusammenziehen... Haut ab, Westgoten. Ich möchte kein Schutzbündnis. Vor allem nicht für 300 Gold. Mein Volk möchte euch dieses Gold schenken, wenn ihr es... Nein, diesen Frieden nehme ich nicht an. Erst nachdem die Armee da hinten weg ist. Sobald die Truppen dort entfernt wurden. Ah, sie belagern schon mal nicht mehr, kann ich, glaube ich, gerade richtig feststellen. Aber irgendwas anderes haben die Schweine gerade vor. Wobei ich nicht erkennen kann, was so lange dauert. Ich sehe nämlich keine Agenten. Hüps. Was ist denn jetzt los? Wer greift denn hier an? Nee, jetzt holen die sich Turonum. Nee, sie plündern es nur. Ha, super. Oh, dieses arme Turonum. Ich glaube, da ziehe ich mich sogar erstmal zurück. Und schau mich anderweitig um. Wir müssen erstmal die sächsische Armee da hinten loswerden. Obwohl, jetzt, wo wir Frieden mit ihnen haben, können wir sie eigentlich... Sie belagern die Stadt nicht mehr. Also so gesehen können wir doch mit ihnen Frieden schließen. Schön. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich konnte ja nicht wissen, dass sie die Belagerung abbrechen würden. Jetzt, wo ich es weiß, wie gesagt, konnte man sich zurückziehen. Und da ist natürlich ein schöner Würdenträger, der Weströmer. Ich ahne Schrecklichstes. Ah, okay, sie greifen Hafen nicht an. Das ist gut für uns, denn so können wir uns jetzt nach Hafen zurückziehen. Abchasien segelt hinfort. Sehr schön. Geht mal irgendwo hin, wo ihr vielleicht was erreichen könnt. Es ist ja lächerlich. Oh, und da haben wir römische Separatisten mitten in Aquitanien. Auch interessant. Die Boot... Ihr seid so unglaublich anstrengend. Alle miteinander. Geigen will militärisches Bündnis. Ey, ihr seid doch alle dumm. Ich bin gerade so abkotzen. Alle haben es auf uns abgesehen. Ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Die Budini sind doch gerade noch am Schwarzen Meer gewesen. Egal. Oh. 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 Feindliche Agenten. Vorräte ruinieren. Oh Gott. Okay, also, wir versuchen es... Na super, unsere Bewegungsreichweite ist quasi null. Okay, wir versuchen jetzt mal doch den Frieden mit den Sachsen zu schließen. Dürfte wahrscheinlich ganz gut für uns sein. Hier unten seid ihr. Okay, wir versuchen, ihr mögt uns so, ihr liebt uns noch. Obwohl wir durch im Krieg sind. Ihr seid Pfeifen. Oh. Schmeichelt mir und ihr werdet versagen.
gebombt. Okay, 2000 für einen schönen Frieden mit dem Sachsenreich ist doch super. Chasien, wir probieren es einfach. Wahrscheinlich wollen sie keinen Handel. Nein, keine Zahlung. Und nun Handel wollt ihr nicht. Okay, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Hätte ich mir eigentlich denken können. Aber schön, dann können wir uns jetzt von Turonum zurückziehen. Natürlich. Wohin marschiert ihr denn? Ihr seid doch bescheuert. Ernsthaft jetzt. Oh Gott. Och, es ist so... Es ist so lächerlich. Egal. Okay, wir müssen jetzt also im schnellen Marsch hier durch die Gegend rennen. Die Säcke sind natürlich hier gerade gelandet. Ach, der Agent hier hinten ist jetzt tot, oder was? Nee, aber irgendwie ist unser Agent, der hier hinten eigentlich stehen sollte, weg. Okay, meinetwegen. Was machen wir dann? Also, wir haben jetzt hier die Budini, die nachweislich hier gelandet sind. Und ich würde sagen, wir probieren einfach mal, ihn an der Stelle in den Hinterhalt zu legen. Hoffentlich versuchen sie nicht, Schnitzeltown anzugreifen. Das wäre scheiße. Wie gesagt, wir gehen in den Hinterhalt. Hoffentlich klappt's. Hier müssten wir jetzt eigentlich darauf warten, dass das Ganze wächst. Aber leider haben wir diese... ist die Provinz gerade dem Untergang geweiht, wie es ausschaut. Minus 15 durch Einwanderer. Toll. Scheiße. Unser Trupp hier hinten ist natürlich wirklich jetzt am Arsch der Welt, weil er in die falsche Richtung geflohen ist. Wie dämlich ist das denn, bitteschön? Egal. Okay, wir probieren mal. Also, keine weiteren Handelsabkommen, keine weiteren Handelsabkommen. Okay. Ich freue mich. Das ist in Ordnung. Dann versuchen wir nochmal mit ein paar Leuten zu handeln. Willkommen, würdiger Freund. Lasst uns Brot brechen und Bier trinken, ehe uns Worte über die Lippen gehen. Dann versuchen wir nochmal den Leuten ein bisschen Geld abzuknöpfen. Roxolan zum Beispiel. Um eure Kehle zu locken. Ihr wollt alle nicht so viel Geld geben, ne? Ist ja auch verständlich, weil ihr mich nicht leiden könnt. Aber ein bisschen wäre auch schon mal ganz nett. So, versuchen wir nochmal ganz kurz einen Frieden mit dem Budini zu schließen. Oder Illyrien vielleicht sogar auch. Illyrien will nicht. Budini wollen wahrscheinlich auch nicht. Die haben mich ganz schön in die Irre geführt. Ihr König ist da hinten, deswegen hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass sie eine Armee direkt neben ihr landen. Aber sie haben es fertig gebracht. Okay, wir haben 5000 Gold. Was machen wir damit? Wir können das hier bauen, um die agathyrischen Krieger und die germanischen Adelsschwertkämpfer zu holen. Ansonsten möglich natürlich hier die Feste des Kriegsherren. Müssen wir ein bisschen für forschen. Die Forschungsrate durch die große Halle klingt unglaublich vielversprechend. Da könnte man drüber nachdenken. Ansonsten würde ich allerdings erstmal sagen, dass wir hier wirklich jetzt auf die Felder gehen. Und gleichzeitig hier auf den Knochenschnitzer. Da haben wir das bisschen Geld rausgepresst. Und dann sparen wir jetzt die nächsten zwei Runden ein bisschen Geld an, damit wir die Beherrschung des Geländes erforschen können. Irgendwie hat eine... unser Stadthalter Nukdunum. Der setzt mal den Haupteunuchen hin. Und auch nur Vulgata. Und hier braucht er nichts. Und dann gehen wir hier auf die geringeren Baukosten. Und ich bin am Überlegen, was hast du nochmal für Leute? Du hast hier den Haupteunuchen ebenfalls. Dir könnte man wirklich den versklavten Schulter geben für die 10% Einwanderung aus. Wohlstand aus Einwanderung. Glaube, das könnte sich ganz gut erweisen, da wir gerade unglaublich viel Einwanderung haben. Minus 15 Zufriedenheit durch Einwanderung ist böse. Eigentlich sollten unsere Armeen halt, also diese Armee zumindest, in der Stadt hocken. Dabei die ganzen etwas verirrten Truppen jetzt hier unbedingt bei uns landen müssen, sehen wir ja, dass Budogina wurde die ganze Zeit von den Ostgoten belagert und jetzt von den Gauten eingenommen.
Die ganzen nordischen Völker sind gerade auf dem Marsch hier nach Süden. Das ist natürlich ziemlich lustig. Ich glaube, die haben nicht die besten Truppen. Es dürfte einfacher zu überwinden sein als ein starkes römisches Heer. Wie gesagt, die machen mir alle platt, solange sie nicht jede Stadt, die sie treffen, niederbrennen. Ist ja alles in Ordnung. Ach, super. Dieser scheiß Priester deckt unsere Armee auf. Ich fühle mich so gemobbt hier. Okay, jetzt bin ich... Oh Gott, was hat Acharsien vor? Leute, jetzt haut doch einfach ab! Was ist denn das jetzt hier für ein... Oh. Okay, also Abchasien wird wahrscheinlich an Land gehen und mit 50.000 Söldnern unsere Stadt angreifen. Und, ja. Okay, was haben wir denn hier? Untergang prophezeien. Schön. Überfall die Siedlung unter Handelsrouten der folgenden Fraktion. Weströmisches Reich. Okay. Wir haben die Rugier getroffen. Die Westgoten sind jetzt lateinische Christen. Hinterhalt verhindert. Axum hat Ostrom den Krieg erklärt, dieses Schwein. Und Sasas ist aufgestiegen. Mal wieder unser schöner Statthalter hier hinten. Haut ganz schön rein. Okay. Du kriegst jetzt die verringerten Baukosten. Zweimal. Das bringt uns ganz schön voran. Jetzt hätte ich eigentlich erst das Ganze hier machen sollen. Egal. So, die Budini sind hier immer noch im Wasser. Das ist für uns recht von Vorteil, denn dann können wir nochmal ganz kurz diesen Hinterhalt versuchen, auch wenn er wieder aufgedeckt werden wird durch diesen blöden römischen Agenten hier. Vielleicht sollten wir unseren eigenen Agenten mal ganz kurz darauf ansetzen. Vielleicht klappt es ja. Okay, die Jüten wollen jetzt wahrscheinlich Ilusa gleich einnehmen. Hier sind wirklich die Gauten hier. Ja, sind die Gauten. Okay. Da das hier alles jetzt weg ist, können wir uns ja umdrehen und doch noch Turonum einnehmen. Frage ist, ob wir diese Armee jetzt hier vernichten oder nicht. Ich würde sagen, wir tun es. Bam, 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 tot. Wunderschön. Alles töten. Und... Ah, dann haben wir nicht mehr genug Reichweite. Okay. Bessere Armee gegen Römer, würde ich sagen. Und den Schneeverschleiß bitte verringert. Dankeschön. Und den General müssen wir natürlich auch noch aufwerten. Unseren Hochkönig. Der kriegt das hier und dann den Angriffsbonus für die Truppen. Wundervoll. Einfach wundervoll. Oh, er hat einen epischen Poeten dabei. Schön. So, dann greifen wir in der nächsten Runde Turonum an. Dies sieht doch ganz schön aus hier. Eine Brunnenanlage, die die sanitären Anlagen alles in der Provinz hier erhöht. Die werden wir natürlich umbauen. Und die lateinische Taufkapelle wird abgerissen. Und dann haben wir das hier, oder? Wie sieht es aus mit dem lateinischen Christentum? Ist am Wachsen. Schön. Schön, schön, schön. Überall wächst unser schönes Christentum. Ich freue mich. Und aus dir mache ich jetzt... nichts Neues. Warte mal, wir haben die Rugier getroffen. Eventuelle neue Handelspartner vielleicht? Ja, tatsächlich. Ich heiße euch willkommen. Aber sie wollen nicht. Ich höre euch zu, weil euer Volk als ehrenhaft bekannt ist. Wir sind sehr ehrenhaft, aber aus irgendeinem Grund wollt ihr nicht handeln. Wollt ihr euch nicht mit Wein besaufen? Ich verstehe das nicht. Ja, meinetwegen. Wenn ihr nicht wollt, dann habt ihr schon, ne? Kennt man doch. Okay. Gehen wir einfach in die nächste Runde und hoffen, dass die Budini diesen blöden Hinterhalt nicht wittern und dass die Römer ihn nicht nochmal aufdecken werden. Eigentlich müsste man mal eine Flotte durchs Mittelmeer schicken. Och, Sachsen. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Armes Turonum. Wird geplündert und geplündert und geplündert. Wird Zeit, dass wir es von seinem Leid befreien.
indem wir es uns selbst unter den Nagel reißen. Diese Stadt ist nix, ist zu nichts Nutze, aber scheint ziemlicher Engpunkt zu sein, in dem die Leute, die aus dem Süden kommen, meistens vorbei latschen. Und die aus dem Norden kommen, latschen auch gerne durch Toronum durch. Wird Zeit, dass wir es einnehmen. Ich weiß nicht, wie es für Armeen aus dem Süden wird, ob sie da gut vorbeikommen oder nicht. Ob wir sie jetzt einkesseln aus Ajax. Ah, sehr schön. Wird endlich mal Italien beschützt, scheinbar durch die Römer. Das heißt, wir haben ein bisschen Freiraum hier hinten. Abchasien segelt hoffentlich endgültig weg. Und unser und der Agent, da muss man feststellen... Ach, da hinten ist unser Spion, den habe ich ja gar nicht mehr in Norditalien. Ich bin ein Idiot, Entschuldigung. Nordspanien ist offen. Tarraco lässt sich angreifen, würden wir allerdings unsere Kernregionen im Stich lassen. Ach, na klar, ihr greift Hafen an. Ihr habt ja auch die Reichweite dafür. Wollt ihr mich verarschen? Die Reichweite wollt ihr mir jetzt gerade echt geben, dass ihr die habt. Ja, klar. Wenn es weiter nichts ist. Einfach mal so nebenbei den Hafen anzugreifen. Okay. Ich lade mal das Auto speichern. Ich hätte mal nachgucken sollen, ne? Ey, diese Budini ist so nervig. Das ist wirklich, sobald man uns den Krieg erklärt, wird man sich auf uns konzentrieren. Komplett. Die stellen extra eine kleine Armee ab und nur um uns zu erledigen. Es ist doch... Ist doch lächerlich. Okay, ab hier nach Abchasien. Nach Hafen. Das ganze Ding hier wird wird beschützt. Und können wir eigentlich in Lugdunum irgendwas ausbauen? Das sollten wir vielleicht mal machen. Wie sieht's aus mit der Nahrung? Oh, minus gerade mal 1. Ja, dann müssen wir hier unbedingt was machen. Fruchtbarkeitsstufe ist nur 3. Das heißt, hier sollte man vielleicht sogar schon über die Ziegenherde nachdenken. Denn das Ganze sinkt ja noch hier durchschnittlich. Basiswert 4, minus 1 bereits. Das heißt, es wird noch auf 3, 2, es wird noch auf 1 schrumpfen. Und ich glaube, da investiert man lieber in die Zukunft und baut sich eine Ziegenherde, statt irgendwas anderes. Okay, dann haben wir jetzt Hafen beschützt, dann können sie uns hier nicht so einfach angreifen. Vielleicht haben wir irgendwann auch mal dann noch die Chance auf ein Wachstum in der Stadt, werden wir ja sehen. Und ja, okay. Jetzt können wir nochmal die Runde beenden. Ha? Ist doch toll. Kennen wir ja noch nicht alles. Mal sehen, ob die Sachsen wieder angreifen werden da oben. Aquitanien müssen wir jedenfalls erstmal aufgeben. Wobei das Schöne ist, dass ja die Goldprovinz zumindest zerstört wurde. Das heißt, wir können da einfach hingehen und die aufbauen. Ich verweigere hier wieder die Unterstützung. Sollen sie mal untergehen, meinetwegen, oder sich noch mehr Verlust einflößen. Die Sachsen, die sind ja schon komplett zerstört mit ihrer Armee. Eigentlich sollten sie die mal wieder in die Heimat zurückziehen. Ich verstehe das sowieso nicht, dass die einfach herrenlose Armeen ständig durch Frankreich laufen lassen. Das macht die KI andauernd. Die Jüten, die Gauten, die Angeln, immer. Ohne Sinn. Weil nicht mal, wenn sie jetzt, selbst wenn sie, also wenn sie als Horde sind, ergibt ja Sinn. Aber als Nicht-Horde, dass die dann irgendwie sich dann die ganze Zeit auf Frankreich stürzen, statt mal irgendwie, weiß ich nicht, Britannien anzugreifen? Oder sowas Lächerliches? Puh, keine Ahnung, egal. Frage ist natürlich jetzt, was haben die Typen vor? Wieso stehen sie da hinten rum? Ich glaube, ich brauche eine Flotte. Ich glaube, so eine Flotte wäre gar nichts Schlechtes. Auch wenn wir, ich meine, keine Katapult oder andere Schiffe ausbauen können, was natürlich scheiße ist. Denn damit können wir ihre Flotte nicht versenken. Ah, jetzt sind sie an Land gegangen. Schön zu wissen. Das bedeutet, wir können den Hinterhalt vielleicht doch noch umsetzen. Und außerdem stehen sie mitten in den Alpen und haben Verschleiß. Wundervoll, die Vandalen wurden vernichtet. Na Mensch, wer hätte das denn mal gedacht? Ich nicht. Von den Lugiern. Krass. Okay. So, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, dieser Part hat euch zurückgefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Beherrschung des Kleines erforschen. Und
hoffentlich irgendwie diese Typen da hinten loswerden. Wir versuchen es nochmal mit dem Hinterhalt. Wie gesagt, vielleicht klappt's. Wir stehen recht nah an ihnen dran. Aber die Typen kämpfen mit der Verzweiflung der Horde. Wenn sie jetzt hier lang marschieren, dann habe ich ein Problem. Wie kann ich euch helfen? Also, ich beschütze gerade Alania. Die haben meines Wissens keine Katapulte in der Armee. Wir versuchen es einfach. Bei meinem Glück ist Schnitzelzaun im Arsch. Okay, ich hoffe, diese Partei hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.